besser. Mein Gott, sie liegt seit Tagen auf diesem vergammelten Ding. Der Leon hat nichts gesagt. Silke und er heiraten nächste Woche. Ist das nicht deine Schwester? Und Susanne. Und die ist so cool, die hat auch, hier. Scheiße! Mach doch irgendwas. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung, irgendwas. Hinfahren und gucken. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, was will denn die da jetzt? Was ist denn? Was ist? Weißt du, was hinter uns los ist? Ich muss geradeaus. Mein Engel, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ja, ganze WG hat Angst um dich. Ja, und wenn Felix nicht gewesen wäre, würde ich mal gar nicht dran denken. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Daddy, ich möchte nach Hause. Na klar. Alles, was du willst, mein Engel. Alles, was du willst. Danke, Felix. Ach, du musst dich nicht bei mir bedanken. Herr Pohl hat dich aus dem Wasser gefischt. Ja, nur ich meine, man tut doch nur, was man kann. Ne? Ist doch alles nochmal gut gegangen und bald bist du wieder auf dem Damm. Mein Kind. Ist gut, Herr Pohl. Danke, Herr Pohl. Ich glaube, es ist besser, wenn wir mal einen Krankenwagen rufen. Dafür kriegst du einen Oscar. Halt lieber Felix auch, bevor er wirklich einen Krankenwagen ruft. Am besten, du rufst unseren Anwalt an, um einen Termin zu vereinbaren. Mhm. Aber bitte nicht ausgerechnet am Tag von Leonards Hochzeit. Ich hoffe nur, dass du mich das nächste Mal nicht wieder versetzt. Nein. Vater. Ich wollte gerade zu euch. Ja, Silke freut sich auch schon auf dich. Silke. Johannes. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Mm. Komm doch rein. Gern. Andalusien. Ach so, ja, die Ultramarelli. Du hast bestimmt alle anderen abgehängt. Ach, ich war diesmal nicht wirklich in Form. Ich glaube, wir sind Arno los. Das glaube ich auch. Bist du dir sicher, dass das Paul war? Mit Konstantin als Beifahrer. Aber Paul hat doch gar keinen Führerschein. Konstantin auch nicht. Als ob das einen Jungen in dem Alter davon abhalten würde, sich trotzdem hinter ein verfügbares Steuer zu klemmen. Lisa, hast du zufällig Konstantins Handynummer im Kopf? 0163. Wer ist dran?
unbekannter Teilnehmer. Wahrscheinlich Arno oder Susanne. Soll ich drangehen? Bist du wahnsinnig? Ist mal gut, dass ich kein Handy habe. Ist ja erst alles gut, wenn wir den Wagen wieder heil auf Königsboden gebracht haben. Hey, pass auf, pass auf, pass auf! Ich brauche aber wirklich keinen Krankenwagen. Ich will einfach nach Hause. Bist du sicher? Vielleicht hast du ja eine Erkältung oder einen... Ich brauche nur eine heiße Badewanne. Hier, wie wär's denn so mit so einem Extra-Bonus? Bin ich hier Dukatenesel? Aber ohne mich, ja, da wäre das nie so glatt gelaufen. Ohne mich wüssten Sie doch gar nicht, wie Sie Ihren nächsten Rausch finanzieren. Aber ich krieg ja noch einen Finderlohn von dem jungen Mann da. Hey, junger Mann, hallo! Sag mal, wie viel kriege ich denn so als Finderlohn? Katja Tschirner vom Düsseldorfer Blitz. Was können Sie zu der wundersamen Rettung sagen? Nichts! Verschwinden Sie, los! Wie ist es Ihnen gelungen, Vanessa von Beyenbach haben zu finden? Haben Sie diese Idioten hier angeschleppt, oder was? Nie im Leben. Hauen Sie ab! Wie ist es Ihnen gelungen, Vanessa von Beyenbach zu finden? Das ist nur mein Verdienst. So kommt er wenigstens nicht auf die Idee, einen Krankenwagen zu rufen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ach, es war gut, dass ich mal für ein paar Tage aus diesem Trott herausgekommen bin, um mich mit gänzlich anderen Dingen zu befassen. Darf ich? Und ich habe endlich einmal nicht über meine Ehe oder, ja, zumindest, was davon noch übrig geblieben ist, nachgedacht. Also ich hätte nichts dagegen, schon morgen wieder in einer Rallye, einer Fregatta oder irgendwas Ähnlichem teilzunehmen. Hauptsache weg. Seine Scheidung ist... Hört nicht auf einen einsamen Mann. Ach komm schon, so einsam bist du doch gar nicht. Ihr schmiedet Hochzeitspläne und ich habe nichts anderes im Kopf, als euch mit meiner Scheidung zu behelligen. Also bitte. Irgendwann bist du darüber hinweg. Ja, das hoffe ich. Aber wenn ich euch so anschaue... Wirklich. Ich freue mich für euch. Und ich freue mich auf die Hochzeit. Willst du es ihm nicht sagen? Was denn? Na, was wir besprochen haben. Ach so, ja, nach der Hochzeit. Allerdings nur, wenn du nichts dagegen hast, würden Silke und ich gerne nach Königsbrunn ziehen. Das ist die erste gute Nachricht heute. Danke. Als es hier ausgezogen ist, ja, war es auf Königsbrunn wohl etwas trist. Danke für die reizende Unterhaltung. Die Freude war ganz meinerseits, Ansgar. Vanessa, hallo, wie geht's dir? Wieder etwas besser. Ich rufe Leonard an, ja, dann kann er dich untersuchen. Ich gehe jetzt in die heiße Wanne und danach ins Bett. Na, Leonard ist arm. Ja, aber Leonard können wir doch immer noch Bescheid sagen, wenn es dir morgen nicht besser geht. Hm? Komm, mein Engel. Ich lass dir eine Wärmflasche bringen. Meinst du, es hat jemand gemerkt, dass der Wagen weg ist? Hoffentlich nicht. So, wir können. Das hätten wir geschafft. Jetzt haben wir nur noch die Radarfalle am Hals. Keine Ahnung, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Hoffentlich ist Johannes noch nicht von seiner Rallye zurück. Ich hatte echt Schiss, jemand kommt raus und sieht uns beim Einpacken. Schwein gehabt, echt. Hallo Jungs. Warum denn so schreckhaft? Du weißt doch, wir sind sensibel. Das habe ich gesehen. So sanft, wie ihr die Einfahrt hochgefahren seid. Alle Achtung. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von Vaters Wagen. Ich könnte wetten, die Motorhaube ist noch ganz warm. Wie fährt er sich denn so? Gut. Verdammt gut. Es war nicht Pauls Schuld. Dass wir uns den Wagen gekrallt haben, war meine Idee. Stimmt nicht. Ich wollte den beiden Mädels imponieren und als ich gesehen habe, dass der Schlüssel steckt, hat... Ja, ja, schon gut. So viel Freundschaft ist ja wirklich rührend. Ach, habt ihr eigentlich Sitze und Spiegel wieder eingestellt, wie vor eurer Spritztour? Wieso?
Na, zumindest war das Erste, was ich immer korrigiert habe, wenn ich Vaters Wagen nach meinen kleinen Ausflügen zurückgebracht habe. Ja, solltet ihr tun. Danke für den Tipp, Mann. Keine Ursache. Trotzdem wird uns das nicht helfen. Wieso? Hat euch der Gärtner erwischt? Der hält dicht, keine Sorge. Wir sind vorhin geblitzt worden. Und auf dem Foto sind wir wahrscheinlich bestens zu erkennen. Wir sind so oder so aufgeflogen. Konstantin, merk dir eins. Wo ein Landstein ist, ist auch ein Weg. Also lass dir mal was einfallen, hm? Also, wir sehen uns später. Auf jeden Fall. Da können wir gleich die Gästeliste durchgehen. Ja, Silke und ich, wir haben schon damit angefangen. Bringen Sie am besten mit. Wen, Silke oder die Gästeliste? Na, beide natürlich. Leonard? Ja? Silke kann ruhig mithören. Ich wollte euch nur zu eurer Hochzeit gratulieren. Danke. Ich wollte es dir eigentlich persönlich sagen, aber... Oh, ist ja alles perfekt so. Ich wünsche euch eine schöne Feier. Danke. Wenn ihr dieses Hausboot gesehen hättet und diesen Pol erst. Ja, danke ihm ist Vanessa wieder aufgetaucht. Stimmt, wenn er nicht gewesen wäre... Ja, obwohl ich am Anfang wirklich geglaubt habe, dass er nur die Belohnung abkassieren wollte. Vanessa muss sich echt wie in einem schlechten Film gefühlt haben, als ihre Augen aufgemacht hat und dieser Kerl über ihr stand. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ich meine, als erstes hat sie mich gesehen. Dann hat sie jetzt einen Schaden fürs Leben. Das ist nicht witzig. Selbst ich habe mir Sorgen um Vanessa gemacht. Dann nochmal mache ich sowas nicht mit. Diesen scheußlichen Dingern. Wenn auch noch der Geruch von diesem Kerl. Naja. Aber dafür hat sich unsere kleine Inszenierung doch gelohnt. Meinst du, du kommst mit der Klage durch? Ja, meint zumindest mein Anwalt. Wir müssen beweisen, dass die Presse dich mit ihren Berichten in den Rhein getrieben hat. Naja, solche Urteile hat es ja schon gegeben. Und Felix, den führen wir als Zeugen ins Feld. Dann wäre jetzt bald meine Entschuldigung fällig, ja? Übertreib nicht gleich. Mann, Anni, sie war kurz davor, sich umzubringen. Aber nicht wegen Nikos T-Shirts, Mann. Das kannst du deiner Oma erzählen. Aber Felix hat recht. Wegen dieser Aktion ist die Presse erst auf sie aufmerksam geworden. Na, wenn ihr meint. Verpasse ich was? Vanessa ist wieder da. Da hat sie ja Glück gehabt. Wahrscheinlich wartet sie schon auf Krankenbesuch. Übrigens, diese Reporterin, die kam da gerade rechtzeitig. Sonst hätte Felix mich garantiert ins Krankenhaus gebracht. Timing. Alles eine Frage des Timings. Dad, du bist genial. Was hat Cecile denn zu unseren Plänen gesagt? Dieser elende Feigling! Keine Angst, ich habe alles im Griff. Sie war wirklich so cool? Das glaube ich nicht. Ja, dass sie so ruhig bleibt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und sie hat ihr auch noch zur Hochzeit gratuliert? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Hauptsache, sie lässt uns in Zukunft in Ruhe. Lass mich raten, die Scherben haben irgendwas mit Leonard zu tun. Dein Scharfsinn ist echt beeindruckend. Wie war das noch gleich mit deinem Vorsatz, die Vergangenheit endlich hinter dir zu lassen, ein neues Leben zu beginnen, nach vorne zu schauen? Ist ja gut. Dann fang endlich damit an. Das Kapitel Leonard ist abgehakt. Ich hoffe, ich höre diesen Satz zum letzten Mal, sonst ist bald eine Flasche Shampoos fertig. Versprochen. Beim Wachbesuch für Sie. Hey, Jana. Oh,
Lust auf ein Gläschen Vitamine? Na, erholst du dich von deinem Auftritt? Wie ist denn die Stimmung in der WG? Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Also machen die sich alle große Sorgen um mich. Woher nimmst du nur das Recht, mit den Gefühlen der anderen so zu spielen? Wer nicht weiß, dass er belogen wird, fühlt sich auch nicht verarscht. Also schade ich niemandem damit, im Gegenteil. Also ist es dir scheißegal, dass deine Freunde sich um dich Sorgen machen? Besser als sein Geld durch Sex mit Fremden zu machen. Was ich mache, ist ein klares Geschäft, aber du belügst alle nach Strich und Faden. Jana, wie du es jetzt darstellst, so schlimm ist es wirklich auch nicht. Die dachten, du wolltest dich umbringen. Das wollte ich wirklich nicht. Jana, findest du nicht auch, dass Nico ein bisschen Reue ganz gut steht? Das mit den T-Shirts, das war echt unverschämt. Reue, du weißt doch gar nicht, was das bedeutet. Okay, nach dieser kleinen Lektion, da bin ich auch wieder ganz brav. Ich verstehe nicht, was du hast. Du tust mir leid. Du wirst mir da nicht verraten. Wenn das dein einziges Problem ist, nein. Auf dich ist Verlass. Du bist deine richtige Freundin. Ich bin nicht deine Freundin. Ich hab die Schnauze so voll von dir und deinen Lügen. Und wenn Arno sich geirrt hat? Er ist sich ganz sicher. Er hat euch im Wagen hinter uns gesehen. Seid ihr es jetzt gewesen oder nicht? Hast du uns denn gesehen? Nein. Und was mit Susanne? Negativ. Na also. Was heißt hier na also? Du schuldest mir noch eine Antwort. Du, ich kann jetzt nicht länger telefonieren. Es wird zu teuer. Was ist? Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Lisas Verhör. Und mit Arno sieht's weiterhin schlecht aus? Er hat uns gesehen. Dann sind wir fällig. Er muss uns erstmal das Gegenteil beweisen. Wie, du willst abstreiten, dass natürlich. Was bleibt uns anderes übrig? Irgendwann glaubt er auch, dass er sich verguckt hat. Dann muss mir nur noch was einfallen, wie ich den Strafzettel abfange. Okay, so machen wir's. Aber egal, was passiert, wir stehen das zusammen durch, okay? Vielleicht sind wir zu weit gegangen. Wir holen uns doch nur zurück, was ihr zusteht. Deine Ehre und eine kleine finanzielle Entschädigung für die Demütigung der letzten Wochen. Du, während meiner Zeit im Gefängnis, könnte es sein, dass du ein bisschen weich geworden bist? Ach, Quatsch! Ja, was ziehst du denn für ein Gesicht, seit Jana weg ist? Ein bisschen mehr Mitgefühl habe ich mir von ihr schon erwartet. Sie war meine Freundin. Wie war? Sie haben mir die Freundschaft gekündigt. Naja, so groß wird ja der Verlust wohl nicht sein. Die hat doch dicht, oder? Jana verrät mich nicht so schnell. Ja, können wir uns auf sie verlassen oder nicht? Natürlich. Was macht dich denn da so sicher? Ich kenne sie halt. Ja, bitte. Frau von Weinbach. Hi, Vanessa. Geht's dir schon was besser? Ich weiß nicht. Dann haben wir uns Zeit, dass wir dich ein bisschen aufpeppen. Wir haben dir was mitgebracht. Danke. Wir wollten einfach nach dir sehen. Siehst du schon wieder ganz erholt aus? Wir sind jedenfalls froh, dass dir nichts passiert ist. Ja, okay. Dann trag mich doch einfach hier und da ein. Ja? Mhm. Hallo? Was? Mutti! Ich verstehe dich so schlecht. Moment. Ich telefoniere oben weiter. Alles klar. Cecile? Ich wollte gerade gehen. Gibst du mir bitte 2 Minuten? Wenn es sein muss. Also, ich denke, eine Entschuldigung meinerseits wäre angebracht. Ich wüsste nicht, wofür. Die Hochzeit. Die Hochzeit? Was ist mit der Hochzeit? Dass ich dich nicht früher informiert habe, tut mir leid. Aber... aber ich habe einfach nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden. Wann wäre denn gewesen? Der richtige Zeitpunkt? Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte es dir einfach lieber persönlich gesagt. Der richtige Zeitpunkt? Das ist doch nur wieder eine deiner 1000 Ausreden. Nein, das ist es nicht. Ich erkenne von Tag zu Tag mehr,
Was für ein Feigling du bist. Ja, aber da wärst du doch locker an allen vorbeigezogen. Du, das hatte ich auch vor, aber... Das heißt, wenn dir nicht ein Wildschwein vor den Kühler gerannt, hättest du gewonnen? Ja, sicher. Ich zeige Konstantin gerade den Streckenverlauf. Ja, toll. Vielleicht kann er dann ja nächstes Jahr mit zu der Rallye. Das ist so eine tolle Idee. Was hältst du davon? Ja, mal sehen. Ach, da fällt mir ein, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das unter 18 schon darf. Sag mal, was gibt's eigentlich Neues bei dir? Pff, bis auf das bisschen Volleyball eigentlich nicht viel. Ich hoffe natürlich, dass der Umbau nicht mehr allzu lange dauert. Ach, Paul, kommst du mal? Hier wäre dann später Platz für ein Regal und einen Schreibtisch. Na, wie war die Spritztour? Welche Spritztour? Oh, die von heute Vormittag. Oder gab's da noch andere? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also heute Vormittag war ich mit Konstantin und zwei Mädels auf Königsbrunn frühstücken. Wir haben die gestern beim Volleyball kennengelernt. Lisa war doch auch dabei, stimmt's? Ich bin aber ganz sicher, dich und deinen Freund Konstantin gesehen zu haben. Und was ich gesehen habe, war nicht Volleyball, sondern eher Formel 1. Arno, das kann nicht sein. Ich bin 16 und habe noch niemals einen Führerschein. Tja, Arno, vielleicht wird's doch Zeit für einen Besuch beim Optiker und eine Brille. Meinst du? Warte mal kurz, ja? Ja, ja. Meinst du, er könnte sich für alles interessieren? Victor? Ja, bitte? Wenn demnächst Post von der Stadtverwaltung an meinen Vater kommt, könnten Sie den Brief zuerst mir geben, der ist nämlich für mich. Tut mir leid. Ich bin dazu verpflichtet, jeden Brief, der an Ihren Vater adressiert ist, auch nur ihm zu übergeben. Tja, ein Butler muss tun, was er tun muss. Jetzt ist es an dir, den Brief abzufangen. Gut, dann lass mich einfach in Ruhe, ja? Glaubst du, ich finde dich und deine Alibi-Braut irgendwie spannend? Ja, ich denke schon, sonst würdest du hier nicht so einen Aufriss machen. Es ärgert mich nur, dass du dir einfach Ersatz für mich gesucht hast. Weißt du was? Du tickst nicht ganz sauber. Mit dieser Hochzeit machst du den größten Fehler deines Lebens. Wer von uns beiden ein Problem damit hat, das liegt ja wohl auf der Hand. Du machst nicht nur sie unglücklich, sondern auch dich. Du liebst Silke doch gar nicht. Ich will einfach nicht, dass du unglücklich wirst. Das größte Unglück in meinem Leben habe ich längst hinter mir.